Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forest Village und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mit reinschnuppert. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal einige Bauaufträge neu zugeteilt. Wir haben eine weitere Jagdhütte zum Auftrag gestellt, ein kleines Wohnhaus, dann haben wir hier eine zweite Schneiderei platziert und das Accountants Haus, zu Deutsch die Stadtverwaltung. Angrenzend Richtung Norden diesen weiteren Obsthof für Apfelbäume. Und hier haben wir auch noch ein Feld mit Apfelbäumen und Kartoffeln. Das ist soweit alles gesetzt. Unsere Statue ist vom Marktplatz nun abgetragen und verschwunden. Die neue Platzierung zentral auf dem Marktplatz ist in Auftrag gegeben. Das heißt, diese Statue wird jetzt platziert. Hier muss ich vielleicht nochmal gucken, ob ich die Straßen hier nochmal ein bisschen ausbessern muss. Ja, hier fehlen noch ein paar Reihen. Das möchte ich natürlich auch in Angriff nehmen. Das möchte ich gerne einheitlich haben. So sollte es jetzt hoffentlich alles passen. Ja, wunderbar. Da kann man noch ein bisschen tätig werden. Und unser Frühlingsbeginn im Jahr 28 steht in der Haustür. Unsere Bauarbeiter sind schon wieder von ihren Planierungsaufgaben zurückgekehrt. Wir sehen hier oben, es ist eine wunderschöne große Fläche planiert. Das heißt, wir können ins Landesinnere jetzt auch ganz bequem weiterbauen. Im Osten, also am Küstenstreifen, ist noch ein Planierungsauftrag dazugekommen. Da kümmert man sich aktuell noch drum. Unsere 5 Bauarbeiter sind hier nun tätig und werden natürlich ihr Bestes geben, damit wir hier noch ein bisschen expandieren können. Was ich natürlich auch noch machen möchte, ist, dass diese kleine Dorftümpelanlage verschwindet. Auch hier werden wir nochmal planieren. Das hat einfach den Grund, dass ich einfach auf Wasserflächen ja keine Bäume errichten kann. Und weil ich hier noch einen zweiten Förster dazu nehmen möchte, also ein weiteres zweites Forsthaus, möchte ich natürlich möglichst viel ebenerdigen Grund zur Verfügung haben, auf dem unsere Bauern Bäume errichten können und wir natürlich dann auch ein bisschen effektiver an unser Feuerholz oder sonstiges kommen. Ja, es sind im Moment 3 Steinbrüche im Auftrag, 1, 2 und auf der anderen Seite ist unser dritter noch gesetzt. Das heißt, wir werden uns um die Steinproduktion in naher Zukunft wohl keine großartigen Sorgen machen müssen. Da wird wohl wahrscheinlich baldigst ein ganz gehöriger Überschuss an Steinen vorhanden sein, sodass wir auch unseren Bergfried etwas aufforsten können hier. Denn das Ganze ist natürlich wahnsinnig ressourcenintensiv, das hatten wir ja schon gesehen. 1500 Steine und 600 Baumstämme, so rum. Das ist wirklich viel, das ist nicht gerade wenig und diese Reserven müssen wir uns erstmal wieder aneignen. Ja, an der Stelle aber ganz kurz eine kleine Unterbrechung, ein kurzes Innehalten, denn ich habe gestern einen neuen Kommentar erhalten vom lieben Dirk. Der hatte unter das Video Nummer 40, glaube ich, war es, das ist das Video Bäckereien, soweit ich weiß, einen ganz großartigen Kommentar hinterlassen mit zahlreichen Tipps, insbesondere für all diejenigen von euch, die vielleicht Forest Village jetzt noch nicht ganz so lang spielen, vielleicht auch noch nicht so ganz vertraut sind mit dem Spielsystem. Und wenn ihr euch diesen Kommentar mal von Anfang bis zum Ende durchlest, ich kann es euch nur empfehlen, könnt ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Tipp rausziehen und vielleicht in eure Baukultur und Baukunst beim Errichten eurer Siedlung mit integrieren. Und ich denke, das ist durchaus nützlich. Der liebe Dirk hat allerdings einige Sachen auch angesprochen unter seinen Tipps, die ich anders handhabe und da möchte ich ganz kurz Bezug drauf nehmen, damit ihr auch versteht und wisst, warum ich anders agiere, welche Hintergründe denn das hat. Angesprochen hat er zum Beispiel, dass man auf seine Felder die möglichst maximale Anzahl an Bauern setzt. Das heißt, wenn ich sehe, hier wäre auf dem Feld Platz für 3 Dorfbewohner oder Bauern, dann solle ich auch 3 einsetzen, genauso auch auf allen anderen Feldern. Aber ich mache das jetzt nicht so. Das hat einfach den Grund, dass ich sehr, sehr
Ich teile das sehr, sehr gern selbst ein, sehr, sehr differenziert und das Ganze mache ich aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass man in fast jedem Jahr oder in fast jeder Saison sehr, sehr gut überlegen muss, wo man seine Arbeitskräfte einsetzt, denn selten hat man einen Bevölkerungsüberschuss. Es sei denn, man baut sehr, sehr schnell Wohnhäuser, aber man muss ja doch etwas vorsichtig sein, denn man möchte ja auch die Bevölkerung möglichst konstant mit Lebensmitteln versorgen können. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und deswegen gibt es bei mir in der Siedlung eigentlich so gut wie nie Arbeiterüberschuss. Deswegen setze ich auch nicht alle vollständig hier ein. Ich weiß zum Beispiel, dass auf diesem Kartoffelfeld, obwohl hier drei Platz haben, zwei ausreichen und um eine ganze Ernte durch das Jahr einzubringen. Mehr brauche ich hier auch nicht, weil die Siedlung von vornherein auf Überschuss ausgelegt ist und wir so viele Felder zur Verfügung haben, auch große Felder, dass ich darauf nicht angewiesen bin. Ja? Auch hier im Flachsfeld muss ich nicht zwei Arbeiter einsetzen, denn es ist ganz einfach so, dass die Kartoffel wesentlich langsamer wächst als Flachs, als Hafer oder als Gras und Weizen. Und aus diesem Grund reicht mir hier eine Arbeitskraft, weil der Flachs sowieso schneller wachsen wird und auch hier reicht mir völlig aus, eine Ernte durchzubekommen. Wir sehen es auch, wenn wir hier draufklicken, Kartoffel ist normal wachsend, Flachs schnell wachsend. Deswegen reicht mir das an dieser Stelle aus. Diese jetzt nicht eingetragenen Dorfbewohner kann ich allerdings für andere Aufträge nutzen. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, die mir hier fehlen, die könnte ich einsetzen, um zum Beispiel Arbeiter zur Werkzeugproduktion einzusetzen oder sich um Fischfang zu kümmern, das Transportieren von benötigten Rohstoffen zum nächsten Bauauftrag in Auftrag zu geben oder sie damit zu beauftragen, Feuerholz zu machen, Baumstämme zu sammeln etc. Also ich kann hier wirklich viel differenzierter meine Arbeitsaufträge verteilen. Das ist auch durchaus sinnig, denn man will ja immer an den kleinen Stellschrauben drehen und seine kleine Siedlung möglichst effektiv in sämtlichen Bereichen machen. Die Nahrungsmittelversorgung ist mitunter zwar das Wichtigste und wertvoll, denn nur wenn die Leute hier nicht verhungern, ist die Siedlung sicher, aber es gibt so viele andere Baustellen in dem Spiel. Deswegen bin ich jemand, der so ein bisschen den Bürgermeister spielt und sagt, okay, ich weise das hier alles manuell zu, weil ich mir immer sehr, sehr genau überlege, wo kann ich eventuell doch noch auf jemanden verzichten, um ihn an anderer Stelle effektiver nutzbar zu machen. Deswegen mache ich das manuell und auch nicht immer in voller Maximalauslastung. Ja, ich denke, wir werden in dieser Folge sehen, dass diese schnell wachsenden Pflanzen hier deutlich schneller auch abgeerntet sein werden. Ich denke, dass wir in dieser Folge eine sehr hohe Überschussproduktion an Gemüse haben werden durch unsere Kartoffelfelder. Wir werden Abstriche machen müssen bei der Obstproduktion, weil auf diesen zwei Apfelfeldern keine Bäume stehen und diese Bäume müssen erst wieder neu gesetzt werden, damit wir hier an neue Früchte kommen und das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr etwas. Mit etwas Glück wird vielleicht dieses Feld hier noch rechtzeitig fertig, sodass wir hier dieses Feld noch in Beschlag nehmen können und sagen können, naja, da passen vielleicht noch zwei Bauern drauf, die können vielleicht schon die ersten Apfelbäume setzen, bevor es in den Winter geht. Aber ich muss zuvor erst einmal neue Abrodungsaufträge verteilen, denn alle Baustellen brauchen Baumaterial und das haben wir aktuell noch nicht zur Verfügung. Deswegen sollen unsere Bauern oder all diejenigen, die im Moment nichts zu tun haben, bitteschön sich um Baumaterial, um Baumstämme kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch die anderen Bauaufträge schnell abgewirtschaftet werden können. Und ja, das sind jetzt zum Beispiel zwei Dorfbewohner, die jetzt hier eben nicht auf den Feldern verteilt sind, die eben diese Aufgaben für mich nun übernehmen können. Und ich der Meinung bin, damit komme ich einfach ein bisschen schneller vorwärts. Das wäre dieser erste angesprochene Punkt. Der zweite Punkt betrifft die Versorgung der Dorfbevölkerung mit Holzkohle. Wir wissen, im Winter brauchen alle Bewohner Holzkohle oder Holzkohle, um ihre Wohnung zu heizen. Und natürlich, das konnte Dirk vielleicht jetzt gar nicht wissen, habe ich schon mehrfach in den Gameplays zuvor erwähnt, dass die Holzkohle natürlich beim Befeuern wesentlich effektiver ist, weil sie länger brennt als normales Feuerholz. Aber
in meiner Siedlung und der Siedlungsgröße, die ich aktuell habe, habe ich noch keine Holzkohleproduktion für den hauseigenen Ofen aus zwei Gründen. Zum einen haben wir hier unseren ersten Brennholzplatz und ja, das war so das Starten unserer Siedlung und hier haben wir unsere zweite kleine Ecke mit Feuerholzplatz und hier musste ich diesen einfach setzen, weil ihr wisst ja, ich wollte hier unbedingt auf unserem Markt Lebendigkeit simulieren. Ich wollte dieses mittelalterliche Feeling einfach für mich haben, am besten noch mit irgendwelchen Marktbuden, die es im Mittelalter nun mal gab, wo an jeder Ecke ein schäbiger, alter, stinkender Stand steht. Und die haben wir einfach von Entwicklerseite nicht zur Verfügung. Deswegen muss ich mir zwangsläufig was überlegen, was hier ein bisschen Lebendigkeit reinbringt, wo ein bisschen Bewegung entsteht. Und deswegen habe ich mich hier für diesen Holzhackplatz entschieden, damit hier so ein bisschen Interaktion auf das Markttreiben hindeuten könnte. Sagen wir es doch mal so, im Konjunktiv. Und deswegen bin ich hier wirklich wahnsinnig glücklich damit, denn das bringt so ein bisschen Leben in die Bude. Der zweite Grund ist, ich verteile meine Holzkohle im Moment nicht an unsere Dorfbevölkerung. Da ist ja also dieses kleine Schloss davor, dieses Vorhängeschloss, das bewirkt, dass meine Holzkohle für den Produktionszweig der Werkzeugproduktion vorbehalten ist. Würde ich das Vorhängeschloss wegnehmen, dann würde ich also den Dorfbewohnern gestatten, sich die Holzkohle aus den Lagern zu nehmen und damit ihre Buden anzuheizen. Aber dann würde mir vielleicht die Holzkohle fehlen, wenn ich wieder Werkzeuge herstellen will. Deswegen an dieser Stelle habe ich ganz gerne getrennte Produktionszweige, sprich Feuerholz, für die Bude zum Anwärmen, Anheizen und Wärmen in kalten Monaten und die Holzkohle zum Herstellen von ausschließlich Werkzeugen, wenn der Schuh hier mal gewaltig drückt. Im späteren Verlauf, Dirk, würde ich es auf jeden Fall so machen, auf diesen Tipp, den du da beschrieben hast, zurückzukommen. Denn natürlich, je größer unsere Siedlung ist, desto effektiver müssen wir auch hausieren und handhaben mit unseren zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ich möchte nicht nur durch verbesserte Lebensmittel gewährleisten, dass unsere Bauern länger auf den Feldern klarkommen, sondern ich möchte natürlich auch, dass sie effektiver ihre Häuser beheizen können. Und je größer Lamahausen wird und die Siedlung wächst, desto wahrscheinlicher werde ich natürlich auch die Holzkohleherstellung setzen, damit einfach auch dieser Zweig für die Dorfbewohner etwas effektiver ist. Aber so wie es im Moment aussieht und angelegt ist, bin ich da wirklich rundum zufrieden damit und komme bestens damit zurecht. Ja, wir beobachten das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Unsere Kartoffelpflänzchen sind hier noch im ganz kleinen Wachstumsstadium. Wir sehen, der Flachs ist schon fast durch. Der ist schon fast ausgewachsen. Hier fehlen noch ein paar Spatenstiche und dann wird der Flachs schon abgewirtschaftet. Auch hier im Haferfeld sehen wir, das Pflanzenwachstum ist schon fast durch. Das heißt, hier werden wir wahnsinnig zügig in diesem Jahr, in dieser Saison, die Arbeiter bereits von den Feldern wieder abziehen können und sie mit anderen Aufgaben betrauen können, zum Beispiel auch den einen oder anderen noch in einen Steinbruch zu setzen und Planierungsaufgaben durchzuführen. Wir werden hier ganz sicher Ernteerträge einnehmen. Hier ist man schon, guck mal, bei diesem Flachsfeld ist man schon bereits dabei, die ersten Reihen abzutragen ins Lager. Freuen sich unsere Schneidermänner, denn die können dann richtig Vollgas geben und die nächsten Kleidungsstücke produzieren. Und ich möchte gerne noch ein zweites großes Wohnhaus errichten, damit auch auf dieser Feldseite noch ein kleines bisschen mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Das setzen wir aber eben ganz schnell hier mit dazu. So, da darf es hin. Des Weiteren ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn ich hier so eine zentral gelegte Häuserreihe angelegt habe und später auch Richtung ja, Küstengebiet hier mich ausbreiten werde oder Felder entwickeln werde, dann können sich diese Dorfbewohner, die hier untergebracht sind, sehr, sehr praktisch aussuchen, ob sie auf diesem Feld, auf dieser Seite arbeiten wollen oder ob sie auf die gegenüberliegende Seite wechseln. Sie sind so oder so
sehr, sehr nah an ihrem Arbeitsplatz, können also schnell den Ort erreichen und effektiv dort arbeiten. Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Wir brauchen über kurz oder lang definitiv mehr Arbeitskräfte, damit wir noch gezielter unsere Dorfbevölkerung einsetzen können. Unsere Dorfbevölkerung wird also weiter wahnsinnig schnell steigen und ich möchte aufgrund dieser Tatsache noch einen weiteren Scheiterhaufen mit dazu nehmen, denn je mehr Leute dazukommen, desto mehr werden natürlich sterben, im besten Falle natürlich an Altersschwäche, und ich möchte gewährleisten, dass hier wirklich jeder sein Plätzchen findet, wenn er denn stirbt. Was mich hier so ein bisschen irritiert ist, dass auf diesem Obstfeld noch zwei Bäumchen stehen, das ist mir gerade so ein bisschen schleierhaft, warum auch immer. Auch auf diesem Feld ist es so, dass hier ein Baum noch drauf markiert ist. Das hatte ich so noch nicht, ob das jetzt nun ein grafischer Anzeigefehler ist oder ob da was mit der Ernte schiefgelaufen ist. Ich weiß es einfach nicht. Das müssen wir beobachten. Ja, und das erste Feld ist fast abgewirtschaftet. Kartoffelpflanzen sind auch schon in Bearbeitung. Die ersten Kartoffelpflanzen werden schon in die Scheunen gebracht. Können wir bald die nächsten Bauern hier abziehen, die sich dann um das Abholzen kümmern. Ganz wichtig, damit einfach mehr Baumaterial zur Verfügung steht. 26 sonnige Grad sind gerade noch in Lammerhausen vorhanden. Und das heißt natürlich, unsere Pflanzen sprießen wunderbar vor sich hin. So, Jungs, wunderbar habt ihr das gemacht. Eine Pflanze noch und Abfahrt. Die nächsten 5 Arbeitskräfte stehen uns jetzt für die nächsten Aufgaben zur Verfügung. Ja, hier sieht man auch schon ganz herrlich, der Flachs ist fast fertig abgeerntet. Die Kartoffel ist gerade mal im Anfangsstadium. Ja, das sieht doch alles ganz gut. Ganz hübsch und rosig aus. Ich denke, wir können uns sogar erlauben, noch ein weiteres Wohngebäude in Auftrag zu geben, denn es fehlen uns an manchen Ecken und Enden doch noch ein paar Bauern oder ein paar Förster oder ein paar Jäger. Deswegen werde ich neben diese Jagdhütte noch ein weiteres Haus platzieren. So, bitteschön. Ich denke, dass wir dann im nächsten Jahr vielleicht sogar auch unseren Bergfried upgraden können. Bis dahin sollten wir das benötigte Baumaterial auf jeden Fall zusammengespart haben. Steine werden auf jeden Fall dazugekommen sein und wahrscheinlich auch Holz. Lass hier die Zeit mal noch ein bisschen laufen, um einfach die Felder hier zu beobachten, wie schnell das hier alles geht, damit wir möglichst zeitnah die nächsten Arbeiter an andere Aufgabenfelder schicken können. Ja, ich weiß gar nicht, was die hier machen. Die sind am Schippen und am Tun, aber ich sehe keine neuen Bäumchen hier stehen. Das muss irgendein Anzeigefehler sein. Woran das jetzt auch immer liegt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, und jetzt ist der Herbstbeginn da und unsere großen Felder, insbesondere das Achterfeld, ist schon fast zur Hälfte abgewirtschaftet. Das ist natürlich sensationell. Toll, wie schnell das geht. Wir können auch einfach jetzt mal an der Stelle noch ein bisschen Gemüsepastete ausgeben. Davon haben wir hier knapp 450. Das heißt, unsere Bevölkerung kann hier noch wesentlich effektiver auf den Feldern arbeiten, weil sie einfach mehr Kalorien zu sich genommen haben. Ja, und dann können wir direkt die nächsten zwei Herrschaften vom Haferfeld nehmen. Die Pflanzen sind jetzt auch durch, erledigt, wunderbar. Die können wir, denke ich, an anderer Stelle schon wieder einsetzen. Nämlich hier auf diesem Feld stellen wir direkt sofort die Apfelernte ein und schicken auch direkt 3 Bauern hier drauf. Die sollen unbedingt noch in diesem Zeitabschnitt die Äpfel draufstellen. Die Apfelbäume müssen ja wachsen.
Wir haben noch 21 Grad, das könnte vielleicht sogar noch was werden, also im Sinne von, dass die Bäume relativ schnell wachsen, und ich möchte, damit das Ganze hier auch effektiver an dem Feld alles vollzogen wird, noch einen Brunnen errichten, der darf hier hin, dann können Sie hier direkt zum Seitenangang raus und müssen nicht noch 10 Meter weiterlaufen, sich direkt das Wasser holen und dann die Bäume gießen, das ist mir recht so. Ja, und der Flachs ist auch fast erledigt. Wollte gerade sagen, wo bleibt er denn? Er hat aber lange Mittagspause gemacht. Jetzt sind es die letzten Pflänzchen. Und das Feld ist fertig. Wunderbar. So. Ja, bei den Kartoffeln hier vorne haben die natürlich jetzt noch ein bisschen zu tun. Das können wir verschmerzen. Ich gucke gleich nochmal, wo es jetzt hier lohnenswert wäre, vielleicht den ein oder anderen Baum abzufällen, aber wir könnten direkt anfangen, hier den nächsten Bauauftrag zu geben und setzen ein weiteres Forsthaus hier mit zwischen diese zwei Steinbrüche. Wenn wir da zwei Dorfbewohner einsetzen, dann sollte das relativ effektiv sein. So, das nächste Kartoffelfeld ist fast fertig. Ein paar Pflänzchen sind noch übrig. Und dann können wir die abziehen. Weitere 5 Dorfbewohner stehen jetzt zum Planieren und so weiter zur Verfügung. Ausgezeichnet. Auch hier die 2 kann ich runternehmen. Wunderbar. Da sind wir schon bei 7000 Gemüse in diesem Jahr. Das ist natürlich großartig. Ja, und hier wachsen jetzt natürlich die Obstbäume noch. Da werden wir gleich die Schnellernte noch aktivieren, um ein paar Erträge vielleicht rausziehen zu können. Bei 10 Grad, denke ich, machen wir das hier einfach, diese Optionalität. Vielleicht kriegen wir dann nochmal knapp 500 Früchte dazu. 10 Grad Außentemperatur und los geht's. So, und jetzt gucken wir mal hier. Na, das sieht doch toll aus. Hier sind die ersten Apfelbäume gesetzt. Die wachsen auch schon. Zumindest ein bisschen, da kriegen wir vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen Ernte raus. Schauen wir mal. Und wie sieht es auf diesem Feld aus? Naja, nicht so wirklich effektiv. Hier sind auch so einzelne Bäumchen bloßgesetzt. Keine Ahnung, was das ist. Und hier aktivieren wir jetzt aber auch nochmal die Schnellernte. Gut, die sind hier eh schon dabei. Kommt hier noch ein bisschen was an Kartoffeln raus. Hier machen wir aber auch Schnellernte. Alles, was ich an Frucht hier noch mitnehmen kann, das soll mir recht sein, denn die Obstreserven sind in diesem Jahr wirklich, wirklich etwas dünne. Ja, die letzten Kartoffelreihen werden jetzt noch runtergetragen. Auch hier oben ist man fast durch. 651 sind es noch. Vielleicht kommen wir mit etwas Glück noch auf die 8000er Marke. Da brennt auf jeden Fall nichts mehr an. So, und durch diese unheimlich hohe Zahl von 20 arbeitslosen Arbeitskräften können wir jetzt nochmal gucken, ob wir nicht hier noch ein paar Arbeitsaufträge so manuell ziehen können. Also insbesondere Bauholz ist wichtig für uns. Die haben hier auch schon ordentlich zugeschlagen. Hier ist viel, viel Baummaterial schon verschwunden. Aber die können wir ruhig auch noch ein bisschen großflächiger sammeln lassen, denn die haben jetzt im Winterjahr eh genug Zeit und können sich da richtig verausgaben. Planierungsaufträge sind soweit abgeschlossen. Der kleine Dorftümpel ist weg, also auch hier können jetzt
die nächsten Bäume gesetzt werden. Ein bisschen ausbügeln können wir das Ganze hier tatsächlich noch, wenn auch nicht unbedingt zwangsläufig so viel. So sieht doch das recht übersichtlich aus. So, der Steinbruch Nummer 3 wird fertiggestellt. Alles an Baumaterial ist jetzt vorhanden. Das heißt, alles, was jetzt in unser Lager kommt, gilt als Reserve. Sollte genug zur Verfügung stehen für weiteres Feuerholz etc. 7 Grad Außentemperatur. Und wir können die nächsten Dorfbewohner gleich noch abziehen. Wunderbar. Die Feldarbeit ist fast erledigt. Ein paar wenige Arbeitsschritte sind es noch. Und dann gehen wir in den nächsten Winter über. Ich würde am liebsten noch ein weiteres Wohnhaus bauen. Aber ich glaube, an dieser Stelle sollte ich es vielleicht nicht übertreiben. Und einfach mal ein bisschen länger abwarten. Hier werden wir jetzt auch mal die Bauern schon runternehmen. Warum auch nicht? So, und jetzt ist der erste Frost da. Fast alle Pflanzen sind im Lager gelandet. 8800 Kartoffeln sind im Lager. Das ist einfach nur großartig. So, jetzt sind alle Bauern von ihrer Arbeit abgezogen. Die können sich jetzt wirklich alle um Planierung oder sonstiges kümmern. Das ist natürlich super. Und wir werden das nächste Gebiet hier auch zur Planierung noch mit ausschreiben. Dieser Zipfel kann hier ruhig noch weg. So. Gott, sieht man das schlecht? Ist ja Wahnsinn. Ja, ich hoffe, so passt das jetzt. Im Winter ist das wirklich mit der Überstrahlung ein bisschen zu gut gemeint. Aber gut. Die nächsten Bauaufträge werden durchgeführt. Wir haben genug Bevölkerung, die sich jetzt darum kümmert, hier noch ein bisschen an Ressourcen, was für unsere Siedlung einzubringen, damit diese letzten Bauaufträge wie Wohnhäuser, Stadtverwaltung etc. aufgebaut werden. Wir werden im nächsten Jahr uns um die Erweiterung des Bergfriedes kümmern und versuchen, dass wir hier möglichst effektiv weiter mit unseren Arbeitskräften hausieren können und sie einsetzen können, planen können. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch Spaß gemacht hat hier ein bisschen. Lasst ruhig einen Daumen nach oben da oder vor allen Dingen, da freue ich mich immer drauf, einen Kommentar. Bis dahin jetzt erstmal alles Liebe, alles Gute von mir. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Tschüss und Ade, sagt der Lama.